So, da sind wir wieder bei Let's Play Legend of Zelda Ocarina of Time. meine Stimme war gerade weg. Wo waren wir stehen geblieben? Natürlich bei der Spinnenkönigin, beim ersten Endboss. Dann gehen wir mal da rein. Ich bin gespannt, wie lange ich brauche. Ich hoffe, unter 2 Minuten. Entschuldigung. Irgendwie ist meine Stimme gerade ein bisschen am Weggehen. So, das letzte Mal habe ich die auch unter 2 Minuten geschafft, sogar unter 1 Minute. Jedenfalls ist das der einfachste Boss, den ich hier kenne, wenn man es richtig macht. So, da ist er. Dieses fette Auge sieht aus wie. Die Pupille sieht irgendwie aus wie so ein Dingens, wie so ein Knopf. Kannst du dich spielen? Goma. Das wird nichts. Jetzt habe ich es falsch gemacht. Naja, aber als nächstes. Was jetzt? So, jetzt ein paar Schläge. Aufs Auge. Fett. Wie lange hat das jetzt gedauert? 30 Sekunden? Der erste Endboss besiegt. In weniger als 1 Minute. Da ist es ja. Unser erster Herzcontainer. Die Energieleiste erweitert sich um ein Herz. Deine Energie wird aufgefüllt. Klasse. Und jetzt müssen wir uns eine lange Geschichte vom Dekobomb anhören. Und dann geht es erstmal wieder richtig weiter. Da müssen wir nämlich nach Hyrule. So, da sind wir dann. Hab Dank, Link. Du hast deinen Mut eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ich wusste, dass du mein Vertrauen nicht enttäuschen würdest. Doch du stehst erst am Anfang deiner Mission. Höre mich an. Ja, Elias. Geht ja nicht anders. Höre, was ich zu sagen habe. Ein Diener des Bösen, der aus der Wüste kam, hat mich verflucht. Wer könnte das denn sein? Aladdin vielleicht? Ach, Ganondorf! Alle. Das Böse in Menschengestalt setzt seine diabolischen Kräfte rücksichtslos ein, um Zugang zum Heiligen Reich zu erlangen. In diesem Heiligen Reich ruht das Triforce, ein mächtiges Relikt der Götter, und wartet auf den, der seine Kraft nutzen weiß. Ganondorf! Ganondorf! Vor tausenden von Jahren stiegen 3 Göttinnen aus dem Chaos der Gezeiten empor. Din, die Göttin der Kraft. Nairu, die Göttin der Weisheit. Und Faru, die Göttin des Mutes. Körpers schuf sie unsere Welt. Aha. Sie schenkte der Welt die Gabe der Weisheit. Anscheinend auch nicht.
weiter und so fort. Verrore. Sie spendete Leben und schuf sämtliche Formen des Daseins. Als ihr Tun vollendet war, zogen die Göttinnen gen Erde. Triforce-Symbole künden noch heute alle Städten, die sie besuchen. Seither ist das Triforce ein Zeichen göttlicher Prophezeiung. Das Reich der Götter ruht nur im Heiligen Reich. Ja. Und weiter? Niemals darf es dem Teufel aus der Wüste gelingen, die Macht des Triforce zu erringen. Hat er jetzt gereimt? Ja, hat er. Unser Dekobomb ist ein Poet. Nie darf der Böses in seinem Herzen trägt, das Heilige Reich betreten. Der Dämon, der den Fluch auf mich gelegt und mir die Kraft raubte. Mein Ende naht, das Böse sagt, an meine Wurzeln. Obwohl du den Fluch gebrochen hast, kommt deine Hilfe zu spät. Ich bin zum Sterben verdammt. Oh, sie war ja traurig. Meine Zeit ist vorüber, doch trauere nicht um mich. Okay. Mein Auftrag war, dich einzuweihen in die Geschehnisse von Hyrule. Du bist des Landes letzte Hoffnung. Yeah, ich bin der Auserwählte. Link, begib dich nun zum Schloss. Ja, hatte ich sowieso vor. Suche dort die Prinzessin auf, denn sie teilt dein Schicksal. Nimm diesen Stein an dich. Er war das Begehr des Mannes, der mich mit dem Fluch belegte. Oh, der Kokiri-Smaragd, der so schön grün funkelt. Ich finde, das ist irgendwie das Schönste von allen. Außer der rote, ja. Der Quirismaragd. Legowurm hatte diesen heiligen Stein des Waldes anvertraut. Die Zukunft liegt in deinen Händen, Link. Ich weiß, du hast die Kraft. Navi, hilf Link, meinen letzten Willen zu verwirklichen. Ich ersuche dich. Ja, ich weiß. Navi. So lebt denn wohl. Jetzt fallen da erstmal ein paar Blätter vom Baum. Und dann wird er schön grau. Und jetzt ist er tot. Du hast die Worte des Dekoworms gehört. Nur du kannst Hyrule retten. Lass uns also zum Schloss aufbrechen, Link. Okay. Leb wohl. Weiser Dekobaum. Folgt Link, Navi. Der ist tot. Meine Fresse. So, jetzt spielen wir weiter. Puh, wieder. Hey Link, was hast du getan? Der Dekobaum ist eher tot? Wie konntest du das nur tun? Es ist alles deine Schuld. Ich hab grad das Kokiri-Dorf gerettet und du sagst auf einmal, es wäre mal meine Schuld? Psst. Solche unbandbaren Leute kann ich nicht ein. Okay, jetzt müssen wir zum Schloss. Jetzt hoffe ich, dass wir gleich in der indianischen Linkstar-Steppe auch schnell genug sind, um dann schneller anzukommen. Das letzte Mal habe ich es geschafft, aber ich habe es ein paar Mal nicht geschafft. Ach ja, jetzt bekommen wir noch die Ocarina. Oh, du verlässt uns? Salia! Hat irgendwie einen komischen Mund, finde ich. Ich wusste, dass du den Wald eines Tages verlassen würdest, Link. Denn du bist anders als meine Freunde und ich. Sicher hast du deine Gründe. Versprich mir, dass wir immer Freunde bleiben, ja?
Oha. Ich möchte, dass du meine Ocarina an dich nimmst. Ja? Ocarina, sie ist ein Andenken von Ansalia. Ja, im Gegenkampfmenü kannst du sie auf bla oder bla 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 platzieren. Mit A und T-Knöpfen spielst du eine Melodie. Mit B kannst du aufhören oder neu beginnen. Sie bedeutet mir sehr viel. Wann immer du sie spielst, sollst du an mein, an mich denken. Okay. So, jetzt sind wir gleich in der Hylianischen Steppe. Und da sind wir auch schon. Ich würde sagen, bevor wir dann loslegen, mache ich schon mal Schluss hier. Also, ja. Das war es dann auch schon mit dem 5. Teil von Let's Play Legend of Zelda Ocarina of Time. Bis dann!